Mein Name ist Thomas Klein und ich bin der Digital Innovation Lead für unseren Standort hier im Rheinland. Innerhalb der Digitalisierung verfolgen wir die Automatisierung und Optimierung von Prozessen, die die Effizienz und Produktivität steigern. Mittels unserer Roboter und Drohnen können wir engmaschigere Kontrollen unserer Prozessanlagen durchführen und den Mitarbeitern hochwertige Informationen zum sicheren Betrieb der Anlagen bereitstellen. Hier bei uns am Standort nutzen wir zwei Roboter. Das ist zum einen der Spot von Boston Dynamics und der EXR2 von der Firma X Robotics und eine DJI-Drohne, um Inspektionen aus der Luft durchzuführen. Besonders stolz bin ich auf die Entwicklung der Drohne in der Box, die wir mit unserem Partner Energy Robotics vorangetrieben haben, wo wir eine Idee ausgearbeitet haben und fertig implementiert im Feld nun fliegen sehen. Mein Name ist Miguel Schöneberg und ich bin Digital Integration Specialist in Shell Rheinland. Der Roboter ist im Tankfeld 311 in Wesseling im Einsatz, was räumlich etwas außerhalb vom eigentlichen Werksgelände ist. Die große Stärke vom Spot ist, dass er komplett autonom ist. Mit einem Klick in der Software kann ich die Mission starten, die ich vorher angelegt habe. Der Spot erhebt sich von seiner Docking Station, führt diese Mission autonom aus, kehrt zu seiner Docking Station zurück, lädt die Bilder in eine Cloud hoch und lädt gleichzeitig seinen Akku wieder auf. Die Missionslänge ist davon abhängig, wie viele Points of Interest ich habe. Das kann beispielsweise ein Manometer sein, ein Amperemeter oder einfach eine Tonspur von einer Pumpe. Wir haben momentan eine Mission im Einsatz, die ca. 50 Points of Interest abbildet. Intern sprechen wir dort von sogenannten Use Cases. Ein Use Case beschreibt die Aufgabe, die der Roboter übernehmen kann. Das kann beispielsweise ein Manometer sein, welches vor Ort einen Druck anzeigt. Der Roboter fotografiert dieses Manometer ab und mittels künstlicher Intelligenz wird dieses Bild ausgewertet, sodass ich nachher diesen Wert an einem beliebigen Ort visualisieren kann. Der Spot ist in der Lage, auch Treppenstufen zu gehen. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber anderen Robotern. Gleichzeitig ist er sehr wendig, sodass er auch auf engstem Raum zurechtkommt. Der Spot wird täglich für ein bis zweimal eingesetzt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Akku so circa für eine Stunde reicht. Daraufhin haben wir die Missionen so aufeinander abgestimmt, dass eine Mission circa 45 Minuten dauert. Wir haben durch den Einsatz vom Spot mehr Sicherheit, weil ich dadurch die Operator-Rundgänge reduzieren kann. Das heißt, die Leute befinden sich nicht mehr in der Anlage, sondern in der sicheren Messwarte. Roboter stehen für die Zukunft und ich finde es extrem cool, Teil dieser Reise sein zu dürfen, dass wir hier nicht nur Roboter und auch Drohnen, sondern komplett Teil dieser großen Digitalisierung sein dürfen. Mein Name ist Stefan Kirsch, ich bin Production Supervisor im Production Blending Logistics hier in Wesseling. Die Drohne übernimmt die Operator-Rundgänge. Der Drohneneinsatz sieht aktuell wie folgt aus, dass wir aus der Messwarte oder von einem Remote Controller die Drohne aus der Box starten. Das heißt, in der Box geht eine Schublade auf und die Drohne startet von dort automatisch und fliegt dann eine Mission ab. Anschließend werden die Bilder über eine KI ausgewertet. Parallel können wir uns die Bilder im Control Room anschauen und dann direkt entsprechende Maßnahmen einleiten, wenn wir einen Zustand gefunden haben, der nicht in Ordnung ist. Aktuell wird die Drohne alle zwei Tage im Bau 311 eingesetzt. Je Drohnenflug sind das ca. 25 Minuten und pro Tag 3 Drohnenflüge. Mich persönlich interessiert auch diese moderne Technologie und dass man die hier gewinnbringend bei uns im Chemical Park einsetzen kann. Das ist eine sehr faszinierende, interessante Methode, um sich auch weiterzuentwickeln. Der Einsatz verschiedener Roboter im Shell Energy and Chemical Park ist der beste Beweis, dass unsere Lösung in vielen verschiedenen Industrien anwendbar ist und in einer derselben Anlage über verschiedene Roboter und Drohnen eine große Bandbreite an Inspektionsaufgaben übernommen werden kann. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns im Rahmen des gemeinsamen Projekts mit Shell entgegengebracht worden ist. Mein Name ist Moritz Odenhausen, ich bin Production Specialist am Standort Gudorf des Energy and Chemical Parks Rheinland. Ich bin verantwortlich für die Schaffung der Rahmenbedingungen für einen stabilen und sicheren Betrieb der Prozessanlagen und betreue dabei den EXR2 von betrieblicher Seite, um unsere Anlagen dadurch sicherer zu machen. Der EXR2 kann sowohl aus der Messwarte als auch aus dem Homeoffice über ein Gamepad remote gesteuert werden. Einmal einprogrammierte Routen kann der EXR2 dann autonom selbstständig abfahren, sodass wir den Überwachungsaufwand mehr reduzieren können.
Der Roboter wird eingesetzt, um zusätzliche Datenaufnahmen zu realisieren, die wir mit unserem Betriebspersonal nicht durchführen können. Und durch die Entlastung der Mitarbeiter können wir diese für andere, hochwertigere Arbeiten einsetzen. Zudem können wir die Datenaufnahme noch weiter optimieren und somit die zufälligen Fehler durch den menschlichen Faktor ausschließen. Der EXR2 hat einen Gassensor zur Überwachung der Atmosphäre in den Anlagen. Dies kann zur Detektierung kleiner Leckagen eingesetzt werden, die ansonsten unbemerkt blieben. Zudem hat er eine Infrarotkamera, in der wir auch an komplexen Gebilden verschiedene Temperaturen aufnehmen können, wie zum Beispiel Temperaturen an Lagerböcken oder an Oberflächentemperaturen. Das Ziel ist, den Roboter 2 bis 3 Mal am Tag auf Mission zu schicken. Das heißt, dass er in Zyklen von ca. 1 bis 2 Stunden in der Anlage Prozessdaten aufnimmt. Die Missionslänge ist dabei abhängig, wie viele Points of Interest, also Inspektionspunkte, die wir aufnehmen wollen, auf der Route liegen. Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten mit dem Roboter zu erkunden, wie er in dem Zusammenspiel auch mit meinen Kollegen zu neuen Wertschöpfungen beiträgt.